Wir feiern Andacht im Namen Gottes. Er ist der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Friede sei mit uns allen. Seien Sie herzlich willkommen in der Kirche in Niedertrebra. Das Willkommen sprechen wir als ein kleines Andachtsteam aus. Es wirken neben mir Pfarrerin Kühne mit, aus dem Dorf Monika Schmidt und Luzi Schmerbauch. Als Organist Herr Markus Mahling und Herr Pfarrer Robscheid hat die Leitung des Filmens. Die Blickrichtung heute geht das erste Mal schon gen Ostern. Es ist der Sonntag Sexagesimae, 60 Tage vor Ostern. Das Thema heute ist unser irdisches Leben im Reich Gottes. Wir haben Gottes Wort und wir sehen sein Reich unter uns wachsen. Es wird heute gehen um unser Hören und darum, unsere Hoffnung gegen die Resignation stark zu machen. Feiern wir nun also gemeinsam Andacht. Hören wir Worte aus dem Psalm 119. Der Beter dieses Psalms hat nur ein Thema, das Wort Gottes. Dieses Wort ist ihm so lieb, dass er es in immer wieder neuen Wendungen und in einer urlangen Länge vor sich herbetet. Dieser Psalm schäumt über vom Lob des göttlichen Wortes. Versenken wir uns mit dem Psalmbeter in seine Liebe zu Gottes Wort hinein. Herr, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel reicht. Deine Wahrheit währet für und für. Du hast die Erde fest gegründet und sie bleibt stehen. Nach deinen Ordnungen bestehen sie bis heute, denn es muss dir alles dienen. Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. Dein Wort macht mich klug. Darum hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Erhalte mich nach deinem Wort, dass ich lebe, und lass mich nicht zu Schanden werden in meiner Hoffnung. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Yeah.
Das Reich Gottes wächst auf der Erde. Da ist sie, Erde, braune Erde, ein großer Acker. Ein Bauer geht über den Acker, um Korn zu säen. Licht ist da. Regen fällt auf das Weizenkorn in der Erde. Es hat ganz viel Kraft. Seht, zwei Blätter wachsen. Die Pflanzen werden größer und größer. Doch halt, nicht alles wächst. Als der Bauer noch einmal nach seinem Acker schaut, da sieht er, dass ein Trampelpfad quer darüber geht. Da wächst nichts mehr. Alles ist zertrampelt. Und dort sind Dornen, lauter Dorngestrüpp, ganz viel. Da wächst nichts mehr. Und hier lauter Steine, auf der Erde, unter der Erde, da wächst nichts mehr. Wie hart und dornig alles ist. Es hat so oft nicht geklappt mit dem Säen. Es hat wohl manches nicht geklappt in unserem Leben. In der Welt ist es zuweilen dornig. In den Herzen ist es hart. In den Taten kommt jemand quer. Wir hören, Herr, erbarme dich. Doch schaut, manches ist grün geblieben und manches, was wir gesät haben, das wächst noch weiter und die grünen Pflanzen werden größer und noch größer. Schließlich werden die Weizenpflanzen goldgelb. Und schau doch da, ganz am Rand, da wachsen sogar Blumen. Lukas hat diese Geschichte von dem Bauern in der Bibel aufgeschrieben. Wie er sie versteht und deutet, das liest uns jetzt Monika Schmidt vor. Evangelium bei Lukas im 8. Kapitel. Als eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu Jesus eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und anders fiel auf den Fels. Und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen. Und die Dornen gingen auf und erstickten's. Und anderes fiel auf das gute Land. Und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Da alles sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Es fragten ihn aber seine Jünger, was dies Gleichnis bedeutete. Er aber sprach, euch ist gegeben, zu wissen die Geheimnisse des Reiches Gottes. Den anderen aber ist es gegeben in Gleichnissen, dass sie es sehen und doch nicht sehen,
und hören und nicht verstehen. Das ist aber das Gleichnis. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Weg, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Feld sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Sie haben aber keine Wurzeln. Eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht zur Reife. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten, in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Wenn man sich die Geschichte weiterdenkt, so glaube ich, wird der Bauer das Korn auch geerntet haben. Er wird es gemahlen haben und daraus Brot gebacken haben. Er wird Gott gedankt haben für das Korn und für das Brot und dafür, dass er genug zum Leben hat. Gottes Reich wächst. Es wächst auch in meinem menschlichen Dasein, hier auf der Erde, bruchstückhaft. Manches geht nicht auf. Gottes Gedanken sind größer als meine. Und doch, sein Reich wirkt in meinem Leben. Ich erkenne Früchte in der Natur und in meiner Familie. In unserer Gesellschaft, in unseren Kirchengemeinden, wo wir aufeinander hören und füreinander einstehen. Da, wo wir Gott Gott sein lassen. Sein Reich wirkt noch mehr. Da, wo ich scheitere, da ist das Kreuz schon überwunden. Und das Grab ist leer. Im Brot erkenne ich auch, ich gehöre zu Jesus Christus. Er ist wie Brot aus Gottes Reich. Das schenkt mir Hoffnung. Hoffnung auf die Vollendung des Reiches Gottes. Und wo ich heute noch nicht erkenne, da will ich hören und vertrauen, dem ewigen Vertrauen und seinem heilmachenden Reich. Und der Friede Gottes, der höher ist, als wir es begreifen mit unserem Verstand, er bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Jesus Christus. Amen.
Wir danken dir, barmherziger und wunderbarer Gott. Wir danken dir für die Liebe, die wir erfahren. Wir bitten dich um das Wunder der Liebe für alle, denen die Liebe verweigert wird, für die, die verachtet und gedemütigt werden, denen Gewalt angetan wird, über deren Tränen und Schmerzen andere lachen, die das Vertrauen zu dir und zu den Menschen verloren haben. Wir danken dir für das Glück, das wir empfangen und erleben. Wir danken dir für die Kraft in allen Herausforderungen. Wir danken dir dafür, dass unser Land bisher diese Krise gemeistert hat. Und wir bitten dich, sei bei den Regierungen mit deinem Geist der Gerechtigkeit und des Friedens, der Weisheit in unserem Land, der EU, weltweit. Wir bitten dich, pflanze in uns den Geist des Respekts, der Achtung von uns Menschen untereinander und die Achtung vor unserer Umwelt, deiner Schöpfung. Wir bitten dich für die Menschen, die verzweifelt sind und die, die ihren Lebensmut verlieren. Wir bitten dich für die Kranken und alle, die sie pflegen. Wir bitten dich für die Obdachlosen und alle, die ihnen Wärme bringen. Wir bitten dich für deine Kirche um Segen für ihre Worte und ihre Taten. Du bist Ursprung und Ziel. Du bist Quelle und Brot. Von deiner Liebe leben wir. Im Vertrauen auf Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn, beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gehen wir nun in die neue Woche unter Gottes Segen und seiner Zusage. Er sagt, das Wort, das aus meinem Munde geht, wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Der Herr segne dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir und allem, was um dich herum ist, seinen Frieden. Amen. Thank you.